Der südlichste Punkt der Halbinsel südlich von Kapstadt ist das Kap der Guten Hoffnung. Auf dem Weg dorthin muss man unbedingt den Boulder Beach besuchen. Denn wer liebt sie nicht, die Pinguine? Was ist los, mein Kleiner? Muss man guten Tag sagen? Mal gucken, was das hier für komische Typen sind, die hier rumlaufen. Lena, was ist Es gibt noch einen zweiten Weg zum Strand. Auf diesem Weg hier sind weniger Touristen unterwegs. Und außerdem macht es viel mehr Spaß, die Treppe herunterzulaufen, als mit allen anderen zusammen den Hauptweg zu nehmen. Und außerdem geht es hier sozusagen durch die Schlafstube der Pinguine. Wenn man dann am Strand angekommen ist, kann man nicht nur Pinguine beobachten, sondern auch Touristen, wie sie Pinguine beobachten. Nicht weit von Boulder Beach entfernt liegt das kleine Städtchen Simonstown mit seiner Kadettenanstalt. Diesem Hund hier hat man in Simonstown ein Denkmal gesetzt, weil er war ein guter Wächter für die ganzen Kadetten und brachte sie, wenn sie mal ein wenig betrunken waren, auch sicher wieder zurück zur Anstalt. Nun ja. Ein Abend in Simonstown, das hat schon was. Am nächsten Morgen fahren wir schon sehr früh zum Kap der Guten Hoffnung und auf dem Weg dorthin. Naja, Sie sehen es ja selbst. Und dann haben wir unser Ziel erreicht, das Kap der Guten Hoffnung. Und die Strauße sind auch schon da. Und weil es erst 9 Uhr ist, sind wir auch die einzigen Touristen hier.
Wir sind aber nicht nur zum Gucken hier. Wir wollen auch wandern. Die Strauße haben allerdings wohl beschlossen, lieber unten zu bleiben. So, hier ist das Kap der guten Hoffnung. Bitte recht freundlich, ich hätte gerne ein Foto. Na, geht doch, danke sehr. Und tschüss. Und jetzt der nächste, bitte. Verdammt gut getarnt, dieser Geselle hier. Hier ist es übrigens gut nachvollziehbar, warum dieser Weg Scenic Walk genannt wird. Und unten ist Dias Strand. Oben auf dem Hügel der Leuchtturm. Am Parkplatz unterhalb des Leuchtturms beginnt der Hörig-Vago-Trail. Links nach Westen hin der offene Atlantik, rechts die Falls Bay. Auch hier, wie schon so oft, das Feinbuschgewächs Protea. Auf beiden Seiten der Halbinsel steht jeweils ein Leuchtturm. Und hier endet unsere Wanderung auf der Kap-Halbinsel. Der ständige Wind hier hat die Bäume ganz schön zur Seite gelegt. Auf dem Rückweg nach Kapstadt noch ein kurzer Stopp am Strand von Oud Bay. Auch hier ist es ganz schön windig, wie man sieht. In Kapstadt endet dann die Reise mit der kleinen Gruppe und ich fahre alleine mit dem Auto weiter. Und als erstes fahre ich zur, wie im nächsten Film zu sehen, Route 62.